Hallihallo, liebe Naruto-Freunde, willkommen zurück hier bei mir, Eubanks und Naruto Online. Ja, ich habe mich hier wieder eingeloggt und ja, uns steht hier wieder der Prämiensaal gegenüber und ja, ich klicke hier einfach nur mal kurz durch, Ressourcen zurückbekommen, 50. Was ist denn das? Tagestraining, 50% der Kupfermünzen oder perfekt zurückbekommen. Ich wähle hier mal perfekt zurückbekommen. Nein, ich gebe hier keine Goldbarren aus. Nein. So, wir lassen das hier, einfach mal und sehen uns hier das Büchlein hier an oder das, ja genau, hier gibt es wieder Aktionen, die hier aber im Moment, zumindest heute, dauert alles ein bisschen länger, damit es geladen wird. So, Narutos Geburtstagsfeier. Naruto wird dir ein Geschenk zurückgeben. Dann laden wir den mal ein und wir bekommen einen Punkt. Ja, und dann eintauschen gegen, ja, hier Narutos oder andere Dinge, die ich noch nicht kenne. Entsiegelung, Entsiegelungszeichenpaket. Also ist mir alles noch ein bisschen zu viel. Oder ich kenne ja noch gar nichts, von dem her lasse ich das jetzt mal alles außen vor. Genau, aber es dauert alles, damit es hier geladen wird. Warum, weiß ich nicht. Könnte mit meiner Internetverbindung hier in England zu tun haben, da ich schon hier einige Verbindungsschwächen festgestellt habe. Und ja, aber ich glaube, da gehen wir jetzt einfach raus. Genau, und wir gehen jetzt einfach mal auf meinen Hof, ja. Und wie man hier sehen kann, ist hier der Kautsuki Berg Eremit, also Jiraiya. Und hier sollte Shino stehen. Alles ein bisschen sehr, sehr langsam, aber okay. Ja. Neji ist hier auch zu sehen, aber Shino ist hier nicht mehr und wir haben hier eine Nachricht. Büro des Hokagen. Lieber Spieler, Naruto feiert heute seinen Geburtstag und schickt dir deshalb eine kleine Überraschung. Er dankt dir vielmals für deine Unterstützung und wünscht dir weiterhin viel Spaß in der Ninja-Welt. Beschwörungsschrift und Siegelschrift. So, also wir holen uns hier gerade den Anhang ab, also die Münzen und die Schriftrollen. So, damit können wir jetzt Hofguide, heiße Quelle, Wunschbaum, Ninja-Befehle kaufen, Auftragsbrett, ja, hier haben wir Neji und Shino, aber ich denke, ich gehe hier wieder zurück. Ich verlasse jetzt erstmal wieder den Hof. Und werfe noch einen kurzen Blick auf Kakashis Handbuch. Ja. Wenn das hier auch ein bisschen schneller wäre, wäre es nicht so schlecht. So, tägliches Wiedersehen, dafür bekomme ich ein Megafon und natürlich Erfahrung.
die holen wir uns dann einfach. Genau, damit steigt Senior auf Stufe 19 auf. Ja, das war hier das Tagestraining. Und damit hätten wir eine Tagesquest abgeschlossen, also auch die Haupthandlungsquest hier. Und ja, wir begeben uns hier mit der Quest Trainings auf die Quest Trainingsinspektion. Und ja, Senior läuft hier durch den Wald wieder auf Kakashi zu. Und ja, es sieht ganz so aus, als hätte Kakashi wieder einen Auftrag für uns. Deine bisherigen Trainingsergebnisse können sich sehen lassen. Mein Körper hat sich auch wieder gut erholt. Komm und hilf mir beim Aufwärmen. Also wir trainieren jetzt anscheinend mit Kakashi. Genau. So, wir haben hier unten, wenn es fertig geladen ist, zwei Geldbeutel. Haben hier noch eine Schatztruhe. Und haben hier einen hochleveligen Kampf, dem wir uns auch gleich stellen, ja. Ja, das dauert ein bisschen. Tja, dieses Mal haben wir mit der Verbindung nicht so ein großes Glück, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist, könnte aber sein, oder ob das auch bei allen anderen Naruto Online-Spielern im Moment so ist. So. Bei einem Kampf halte ich jetzt aber die Klappe, weil es ziemlich laut ist. よし。 Ja, hier ziehen wir uns zum ersten Mal von einem Kampf zurück, denn dieser Kampf ist offenkundig das erste Mal wirklich ein wenig schwer, ja. Ja, wir haben hier Senju, wir haben hier Naruto. Und ja, wir bräuchten jetzt wirklich wirklich mal ein paar Tipps, was ich jetzt so machen kann, um hier zu trainieren, denn ich denke, im Moment komme ich so nicht weiter. Gehe zu Stärker werden und schau, wie du dich verbessern kannst. Wo ist denn hier Stärker werden? Ja.
Ja, ich weiß ja nicht, wo diese Schaltfläche ist, aber stärker werden. Ninja-Hochstufung. Ausrüstung verstärken. Gildenfähigkeiten. Was Gildenfähigkeiten sind, da bin ich mir noch nicht ganz darüber im Klaren. So, uns wird hier geraten, die Ausrüstung zu verstärken. Also, wir verstärken hier mal dementsprechend dann alles, was wir hier so verstärken können. Ja, also wie man sieht, das geht hier schon ordentlich ins Geld. Wir haben hier gerade wieder einen Ladebalken. Vielleicht ist meine Verbindung jetzt aber auch abgebrochen, vielleicht auch nicht. Aber ich kann hier gerade nichts machen. Ja, wir sind hier gerade die Hände gebunden, solange ich hier mit 9%, 10% vor mich hier hinvegetiere, ja. So, jetzt ist der Ladebalken wieder weg. Wir können hier weiter verstärken. Ja, Ausrüstung verstärkt, 150, dann haben wir 7000 Kupfermünzen, Ninja Hochstufung. Was bedeutet denn das? Ja, der Ladebalken dauert hier auch wieder ein bisschen an. Was bedeutet denn hier bitte dieses Hochstufen? Bedeutet das, dass ich ihm ein Brötchen gebe und er steigt eine Stufe auf? Okay, mit einem Brötchen wird Naruto gewissermaßen um einiges stärker, aber um ihn hier mit Sternen hochzustufen. Das dauert wohl noch. Dafür brauche ich Naruto-Fragmente. Fragmente habe ich im Moment von Ino und Shui. Okay, aber wir gehen hier jetzt mal raus in aus dieser Ansicht und ja, mal sehen. Mal sehen, ob denn das jetzt schon gereicht hat, um hier diesen hochleveligen Kampf gegen Kakashi
Sasuke, Naruto und Sakura zu gewinnen. Ich hoffe es doch inständig. Denn ansonsten muss ich jetzt ziemlich viel investieren für so eine kleine Quest, würde ich hier sagen. Aber ich kann ganz schön nochmal Erfahrung abholen. Und ja, jetzt ist Sinew Stufe 20. Und ja, mir wurden hier Elite-Missionen freigeschaltet, die denen ich hochlevelige Fragmente bekommen kann. So, genau. Wir gehen hier wieder in die Trainingsinspektion. Sammeln hier die Geldbeutel ein. Und die Schatztruhe. Und versuchen hier nochmal diese Mission. So, dann sehen wir mal, was hier los ist. So, Sasuke lädt seine Fähigkeit auf. Ja, Sasuke haut hier ordentlich rein. So, ich ziehe mich hier wieder zurück, da, wie man gesehen hat, hier leider, Shino ein bisschen, gelitten hat, ja, und auch K.O. gegangen ist. Und dementsprechend stufe ich hier auch dann seine Ausrüstung hoch. Ja, wir stärken auch seinen Widerstand hier. Warum hier allerdings, wie gesagt, Sakura immer noch keine Schriftrolle und kein Ring hat, weiß ich noch nicht. Muss ich vielleicht aber mal googeln oder bei anderen Let's Playern recherchieren. Und ja, schauen wir mal, ob Shino mit dieser Hochstufung hier besser zurechtkommt und hier dann auch in diesem Hochleveling-Kampf über diesen Kampf übersteht. Genau, so, wir gehen hier wieder in den Kampf. So, wir starten den Kampf, holen uns hier den Doppelgänger. Ja!
Reichi! So Reichi! これでよし。と。やり。ここだ。行け。影分身の術。クワガイ。やっと。行け。 カトン、豪華級の術。やった。食らうがいい。虫玉。よ。 Ja, also wie man jetzt gesehen hat, ich hab's auch eigentlich auch fast gar nicht gemerkt. Es hat hier Naruto immer noch nicht überstanden. Und ja, ist an dieser Stelle bitter, denn ich weiß hier gerade gar nicht, was ich machen soll. Ich denke aber, dass hier eigentlich alles nichts hilft. Ich stufe aber eigentlich jetzt noch hier Sinju und seinen... Genau, auf jeden Fall sein Ninjutsu hoch. In der Hoffnung, dass das definitiv auch stärker wird. Ja, was ich sonst noch hochstufen kann. Ich kann anscheinend den Stirn. Nein, kann ich nicht. Zu früh gefreut hier. Warum ist denn Naruto hier so schwach? Was stufe ich denn beim Kettenhemd hoch? Verteidigung! Ja, Verteidigung ist natürlich definitiv auch immer wichtig. Aber die Verteidigung ist hier eh schon auf dem höchsten, was ich hier machen kann. Ich würde hier gerne eigentlich die Heilung hochstufen, aber die kann ich nicht hochstufen. Von dem her muss ich das jetzt einfach so lassen. Und ja, also ich probiere es jetzt noch einmal und wenn es dann nicht ausgeht, dann dann lasse ich das für später, aber eigentlich will ich nicht. Eigentlich will ich hier das ganz klar für mich entscheiden. Gibt es denn hier irgendwie, ja, habe ich jetzt nicht gesehen, ob es hier andere Missionen gibt, in denen man trainiert gewissermaßen. Ja, wir holen uns hier wieder ein. Ja, これでよし。ここだ。と。やぎり。影分身の術。
So, wir haben jetzt den hochleveligen Kampf geschafft, aber wohl gerade so besser als recht. Ich bin aber trotzdem glücklich, dass wir diesen überstanden haben. So, und jetzt geht's hier gegen Kakashi. Mit deiner Stärke kannst du schon gegen mich und die Wasserdoppelgänger kämpfen. Na los. So, ja, ich habe jetzt ziemlich lange die Klappe gehalten, bisschen länger, als ich hätte vielleicht sollen, aber gut. So, wir haben jetzt gegen Kakashi gewonnen und ja, jetzt haben wir gewissermaßen ziemlich, also ich habe mich gefreut, wir haben Bronze bekommen, wir können unsere Gegenstände wieder hochstufen und ja, die nächste Haupthandlung, also ich beende hier nochmal die Haupthandlung. Die Quest der Haupthandlung und schließe sie ab und bekomme damit wieder Münzen und Erfahrung. Genau, ja, damit verabschiede ich mich von Naruto Online, von meinem Leggy Let's Play dieses Mal. Ich hoffe, ihr seid mir nicht zu sehr böse, denn ich glaube, ihr seht, dass es hier nicht an mir liegt, vielleicht an meinem Laptop in England hier oder der Internetverbindung, aber ja, ich sehe zu, dass ich das auf die Reihe kriege und ja, ich habe jetzt gerade hier nichts gemacht, aber es geht hier gerade weiter. Nicht schlecht gemacht, Senior. Ich gehe mit Naruto zurück, geh nicht zu spät und ruh dich bald aus. Okay. Einige Zeit später. Tazuna. Das ist wirklich unglaublich. Gatos Handlanger treiben ihr Unwesen auf der Brücke. Hast du diesen Jonin gesehen? Er ist nirgends zu finden. Wenn ich sie jetzt nach Sensei Kakashi suche, wird es für sie wahrscheinlich zu spät sein. Ich werde mich auf der Brücke umsehen. Keine Sorge, Herr Tazuna. Dann bitte ich dich darum. So, ja, also wie ihr seht, geht es hier mit der Quest auf der Brücke weiter und Tazuna. Und ja, wie es damit weitergeht, sehen wir zusammen beim nächsten Mal, beim nächsten Let's Play mit mir, Eubanks. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.